André. Hollands Junge. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um den europäischen Wels. Der Wels, oder auch Waller genannt, ist der größte reine Süßwasserfisch Europas. Und bevor ihr mir gleich alle negative Kommentare hinterlasst, ja, im reinen Süßwasser gehört er tatsächlich zu den größten Fischen. Der Stör zieht zum Laichen ins Süßwasser, danach wieder zurück ins Meer. Daher gehört der Stör nicht zu den größten reinen Süßwasserfischen. Das Aussehen eines Welses ist schon erstaunlich. Er ist walzenförmig, schuppenlos und hat insgesamt 6 Barteln. Sein Maul ist auch oberständig. Die Barteln gehören zu den Tastorganen am Kopf. Sein Hauptvorkommen liegt oder lag im östlichen Europa, besser gesagt im Donau-Einzugsgebiet. Zahlreiche Flüsse und Seen der Donau in Osteuropa waren der ursprüngliche Lebensraum des Welses. Seine Ausbreitung ist vor allem dort erfolgreich gewesen, wo es warm ist. So hat der Mensch den Wels bis an den westlichsten Zipfel Europas ausbreiten lassen. Welse können eine stattliche Größe erreichen, da sie zeitlebens wachsen, gibt es auch keine definierte Grenze. Gerüchten zufolge glaubt man, dass sie bis 3 Meter wachsen können. In unseren Gewässern in Deutschland, zum Beispiel im Rhein, wurden Fische von 2,60 Meter Länge gefangen. In südlichen und östlichen Flüssen sogar 2,80 Meter. Wer jetzt tatsächlich den größten Wels in Europa gefangen hat, das ist echt schwer herauszufinden. Aber die 3-Meter-Marke sollte für uns allen ein vorerst regelrechtes Endziel sein. Natürlich werden wir in den nächsten Jahren vermutlich in Spanien eines Besseren belehrt werden, denn dort finden die Fische beste Bedingungen zum Abwachsen. Er ernährt sich räuberisch. Alles, was er im Hungergefühl erwischen kann, wird gefressen. An erster Stelle sind es zum Beispiel Speisen, die häufig vorkommen im Lebensraum des Welses. In der Regel sind das Fische, Krebse, Amphibien, Säugetiere, aber auch Wasservögel, Schildkröten, Schlangen und Muscheln können zum Beispiel seinem Hunger nicht entkommen. Und dabei möchte ich hier was ganz Wichtiges sagen. Auch Nutrias, Biber, sogar Kanadagänse und Schwäne können vom Wels ergriffen gepackt werden. Ob er sie dann wirklich verdauen kann, ob er das schafft, sie zu überwältigen, das ist natürlich eine andere Sache. Es gibt also ganz, ganz viele Funde, wo Welse auch schon mal an Schwänen oder Kanadagänse oder sogar an Biber und Nutrias erstickt sind. Ein ganz bekanntes Beispiel, da haben Angler sogar einen Wels gerettet, weil der einen ganzen Nutria im Rachen hatte und fast daran erstickt wäre. Im Sommer 2021 konnte ich mit mehreren Zeugen an der Emschermündung in Dienstlagen live beobachten, wie ein Wels im Rhein einen ausgewachsenen Schwan versucht hat, ins Wasser zu drücken. Ich hätte das wirklich nicht geglaubt, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, und ich habe mehrere Zeugen, die das bestätigen konnten. Ja, der Schwan hat es überlebt, aber ordentlich gerupft. Ja, also wenn ihr mal einen wirklich kapitalen Wels fangen wollt, ich glaube, dort wohnt einer. Aber bevor wir jetzt aus einem eigentlich friedlichen Räuber ein Monster machen, kurze Infos: Wälse werden euch im Wasser beim Schwimmen vermutlich nicht umbringen. Sie können auch ziemlich scheu sein, vor allem dort, wo Menschen vorkommen. Ja, die eigentlichen Monster. So, hier werde ich euch jetzt eine Situation zeigen, die mir tatsächlich unter Wasser passiert ist. So, das gleiche Video wird jetzt in Zeitlupe abgespielt. Ich tauche gerade auf einen Wels zu. Da berührt mich von der linken Seite eine weitere Bartel. In dem Moment erschreckt sich der Wels. Der andere Wels ebenfalls. Auch ich erschrecke mich und komme zum Auftauchen an die Oberfläche.
So, was ist hier passiert? Ich bin direkt in ein Nest getappt. Das hier ist ein Weibchen. Links davon kommt das Männchen auf mich zu und möchte mich als Nebenbuhler vergrämen. Dabei stellt er fest, ich bin ein Mensch. Oh, Backe. Jetzt hau ich ab. Und auch das Weibchen wird gewarnt und flüchtet in dem Moment. Nach kurzer Zeit taucht das Männchen wieder auf, um herauszufinden, ob ich noch da bin. Ja, so ein gutes, schönes Laichnest findet man nicht so leicht. In unseren westlichen Flüssen frisst der Wels Grundeln, amerikanische Flusskrebse, Wollhandkrabben und Fische. Ich kann auch nicht sagen, hauptsächlich Fisch oder hauptsächlich Krebs. Es kommt auf die aktuelle Situation an. Ein Beispiel: steigt der Flusspegel und werden die Ufer überschwemmt, spült es zahlreiche Weichtiere wie Würmer, Nacktschnecken, Amphibien aus dem Boden. Eine schnelle und unkomplizierte Nahrung, das Buffet ist sozusagen eröffnet. Dazu kommen die aufgeschreckten, völlig geschwächten Fische hinzu, die der starken Strömung trotzen müssen, und der Wels findet einfach und schnell seine Beute. Ebenso ertrunkene Säugetiere, überspülte Nester, Vogeleier, Jungvögel. Das hängt also wirklich von der aktuellen Situation ab. Bei uns in der Ruhr und in vielen Gewässern Westeuropas ist der Wels durch Besatz aus den 50er, 60er und 70er Jahren eingeschleppt worden aus Osteuropa. Damals noch als Grundnahrungsmittel für hart arbeitende Industrieangler aus dem Bott ein gern gesehener exotischer Fang. Die Durchschnittsgröße lag damals bei 80 cm bis 1 Meter. Dann in den 80er und 90er Jahren wurde spannend. Die kalten Winter blieben aus, es wurde merklich wärmer und die Größe der Fische stieg. Auch die Ausbreitung der Art nahm merklich zu. Fische zwischen 1,50 Meter bis 1,60 Meter wurden öfters beim Aalangeln gefangen. Auch fing man zur Jahrtausendwende zahlreiche junge Welse zwischen 10 und 30 cm. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass ich in einer Aalnacht fast 30 Jungwelse fing. Überall hörte man von Welsplagen und machte sich schon Sorgen um alle anderen heimischen Fische. Auch in der Angelszene wechselte es von Zander auf Wels und immer mehr Fachmärkte verkauften Welszubehör. Der Tourismus in Südeuropa baute sich auf und der Wels war für Angler nicht mehr wegzudenken.